Um 7 Uhr treffen wir uns heute mit Nuhe zum Frühstück. Es ist unser erstes gemeinsames Frühstück seit Antritt unserer Reise. Denn bisher musste Nuhe immer in anderen Hotels unterkommen. Heute wollen wir nach Lashio, kurz vor der chinesischen Grenze. Wie immer stellt das Verstauen unserer Koffer ein kleines Problem dar. Bevor es allerdings nach Lashio geht, wollen wir noch den Palast der österreichischen Schamprinzessin einen Besuch abstatten. Zuvor bleiben wir aber bei einem kleinen Kloster stehen, das eine Buddha-Statue aus Bambus und Lack beherbergt. Der Name des Klosters lautet Mahananda Kanta Monastery. Gegenüber findet sich eine kleine Tempelanlage mit dem Spitznamen Klein Bagan. Wir betreten das Kloster, wo die Mönche und Novize gerade holzen. Ob jung oder alt, alle helfen fleißig mit. Wir betreten das Innere des Klosters, das natürlich auch als Schule dient. In der Mitte des Saals findet sich der besagte Buddha aus Bambus und Lack. Lack und Bambus. Aus Lack und Bambus. Das Kloster bietet viele wunderschöne Motive für Fotos und Video. Und unser Fahrer Ben lässt seiner Kreativität wieder freien Lauf und beschert uns schöne Aufnahmen auf Video und Foto. Aufmerksam verfolgt der Mönch unsere Fotosessions. Ein wenig blicken wir uns noch im Kloster um, bevor wir weiterfahren. Auf der Strecke findet sich ein weiteres, kleineres Kloster. Wir beobachten die jungen Novizen bei ihrem Spiel. Zuerst dachten wir ja, sie trainieren hier eine Kampfsportart. Aber Ben hat uns aufgeklärt, dass es bloß ein Spiel ist. Wir spazieren ein wenig durch das Dorf und stoßen auf diese kleine Pagode hier, ohne Namen. Dann erreichen wir den Schampalast der ehemaligen österreichischen Schamprinzessin Inge Sagend und ihres Mannes. Eigentlich ist der Palast gesperrt, aber unserer österreichischen Herkunft und der Tatsache, dass unser Fahrer Ben ein Schan ist, ist es zu verdanken, dass wir eingelassen werden. Als erstes besichtigen wir das ehemalige Gebetshaus des Prinzenpaares, leider nicht gepflegt und schon ziemlich verfallen. Auf einer Studentenparty in Denver, Colorado, hatten sich Inge Eberhardt und Zhao Xiaseng 1951 kennengelernt. Die junge Frau aus Österreich war damals 19 Jahre alt und sie heiratete, ohne es zu wissen, einen echten Schamprinzen. Dass ihr Mann ein Prinz war, erfuhr sie allerdings erst bei der Ankunft in Burma. Gemeinsam führten sie viele neue Ideen in ihrem Schanstaat ein. Doch 1962 wurde der Prinz vom Militärregime verschleppt und ist bis heute verschollen. Die Gattin eines Neffen des Prinzen führt uns heute durch den Palast und erzählt uns die Geschichte.
Yeah, we know the story. This is the official photograph. He had two sons. The elder son is Donald, this is my husband. Yeah. Donald's father is the older brother. Mm-hmm. The younger one is Inga's husband. Mm-hmm. Yes. So the younger one became ruler. The elder one didn't become ruler of Sipor, although he was the older brother, because he went to Taungji, capital of Shan State. Yeah. We have Shan State government there. Mm-hmm. He joined the Shan State government and became secretary of Shan State government. Mm-hmm. So the younger brother became ruler of Sipor. Yeah. Yes. And he went to Colorado to study, and that's where he met Inga. And in 1953 they got married. This is the... Looks so happy. Yes, yes, very happy, yes. But it was short-lived. After 10 years, Sir Poppins was arrested together with all the Shan chiefs. 6 years later, all were released except the Sir Poppins. So, but Inga, secretly she found out he was killed. That's why in 1964 she left Burma with her two daughters, 6 and 8 years old, when she left in 1964. Mit gemischten Gefühlen verlassen wir den Schahenpalast und reisen weiter Richtung Lashio. Kinder spielen gleich neben dem Eingang zum Schahenpalast. Auf unserer weiteren Reise stoppen wir bei einer Ananasplantage. Für uns ein neues Erlebnis. Look, oder? Das ist total interessant. Ich glaube, die wachsen auf irgendwelche Bäume genommen. Zwergpalmen. Hör schon rein, herzeigen. Circa 30 Minuten vor Lashio stoppen wir erneut und erklimmen den Weg zu einem Dorf der Balance. Nur noch die älteren Menschen hier tragen die Tracht ihrer Volksgruppe. Die Jungen sind schon etwas moderner, aber alle zusammen leben sie in einfachsten Verhältnissen, in Strohhütten ohne Gas und Strom oder sonstigen Komfort, wie wir ihn gewohnt sind. Steinzeit fast. Daher freuen sich die Kinder hier riesig über Zucken und Luftballons und strömen in Scharen herbei. So viele Kinder wie hier haben wir selten auf einen Haufen gesehen. Eine Frau mittleren Alters lädt uns ein, ihr Haus zu besichtigen. Wie viele Kinder hat sie? Sie hat 8 Kinder. 8 Kinder? 8 Kinder. Die Größte, der Älteste ist ja 63 Jahre. Und noch der Jüngste ist 14 Jahre. Das sind schon die Kinder vor den Kindern, oder? Ihr Mann war ja schon gestorben, seit 10 Jahren. Fotoapparate und Videokameras erwecken immer die Aufmerksamkeit der Kinder. Zeit für ein Gruppenfoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diese Dame trägt die typische Palong-Tracht. Wir spazieren aber jetzt weiter durch das kleine Dorf. Mittlerweile hat sich bei den Kindern herumgesprochen, dass es bei uns Zuckern und Luftballons gibt. Nur versucht, ein wenig Ordnung in das Chaos reinzubringen. Luftballons.
Nachdem wir wieder einige mit Süßigkeiten versorgt haben, können wir unseren Rundgang durch das Dorf fortsetzen. Liverpool. Diese ältere Dame hier, die uns so interessiert beobachtet, fertigt gerade den typischen Bauchgurt oder Gürtel an. Hier können wir den Gürtel, der für die weibliche Tracht dieses Stammes typisch ist, genauer sehen. Ein letztes Mal noch stehen die Kinder Schlange für Süßigkeiten und Luftballons. Nach einer guten Stunde verlassen wir das Dorf und erreichen schließlich Lascio. Wir machen Halt in einem Restaurant. Es ist nur noch ein Tisch frei und wir sitzen neben einer Gruppe vom Militär. Fotografieren und Filmen ist also eher mit Vorsicht angesagt, aber das Essen ist fantastisch, wie eigentlich immer im Myanmar. Bedauerlicherweise schnappt das Militär Doris die letzten Garnelen weg. Trotzdem genießen wir das Essen. Nur kurze Zeit später erreichen wir auch unser Hotel, das Lascio Motel. Das Hotel ist völlig frei von Touristen. Wir sind die einzigen Ausländer weit und breit. Und wir erhalten statt einem Zimmer ein richtiges Apartment mit mehreren Wohnräumen. Wie zu Großmutters Zeit. Keine Ahnung. Bad. Und WC mit Toilette. Wir verlassen das Apartment, um uns wie verabredet mit Nuhe zu treffen. Ja, das ist ja wie im goldenen Dreieck. Nuhe ist noch nicht da und aus dem Raum neben dem Hotel klingt Musik. Also üben wir wieder ein paar Tanzschritte. Einheimische kommen dazu und lachen. Sie sprechen uns auf Englisch an und wir erfahren, dass sie Christen sind und werden spontan zu ihrer Hochzeitsfeier eingeladen.
Leider müssen wir dann aber die Hochzeit doch verlassen. Schließlich sind wir mit Nue und Ben verabredet, um einen chinesischen Tempel zu besuchen. Der Kuan Yin San Tempel aus dem Jahr 1950 soll einer der schönsten und größten chinesischen Tempel vom Myanmar sein. In der Klosterküche wird rein vegetarisch gekocht und wir werden prompt zum Essen eingeladen, lehnen aber dankend ab. Die Erbsen? Erbsen, ja. Die das ja grünen, die... Ja? Bevor die Gemüse da kommen? Gemüse. Grünen Gemüse von ja. Im Kloster wohnen übrigens nur ganz wenige Mönche und Nonnen. Wir verlassen die Klosterküche, um dem Gebet der chinesischen Mönche beizuwohnen, stoßen aber auf ein Hindernis. Hallo Mönche, was willst du beten? Du, Mäuschen, kannst du nicht quieken? Tut dir ja keiner was. Tut dir ja keiner was, Putzibelli. Putzimos. Das hat dir eine schöne Farbe. Mäusch, Putzimos. Ja, gehen wir jetzt. Ja, jetzt ist ja die zum Betenzeit. Ja, gehen wir jetzt darauf. Das Hindernis ist beiseite gelegt und wir beeilen uns, dem Gebet der Mönche beizuwohnen. In der nächsten Halle gedenken die Chinesen ihrer Toten. Davor haben sie Utensilien aufgestellt, die die Toten in ihrem nächsten Leben wohl brauchen können. Die Äste, Kleidungen oder Haus oder ja, verbrennen. Damit sollte dieser Verstorbene im nächsten Leben, ja, die eine in der gleichzeitigen ja die Bombe zu haben. Das ist ein Verstorbenen, das nächste Leben. Dann ist genau. The 888 is a lucky number for the Chinese people. They believe it. 888. 888. Yeah. Lucky number. Lucky number. Yeah. If you got the phone number, you get 0024488. That's a very lucky. They think. My lucky number is 7. Just a 7. Die dreifache 8 ist also für die Chinesen eine Glückszahl. Nahrungsmittel für die Verstorbenen, inklusive Cola. Wie war das? Sie sind eigentlich Buddhisten, aber sie verehren die Verstorbenen. Und deswegen stellen sie einen Nahrungsmittel hin. Da werden die Toten verbrannt. In diesem chinesischen Tempel findet sich auch eine Statue von Buddhas Mutter, nämlich hier. Der Kuan Yin San Tempel steht übrigens auf einem Berghang, von dem man einen eindrucksvollen Blick auf die Stadt hat. Der Tempel wird von zwei Kriegern bewacht, die auf Drachen reiten. Everybody was Kung Fu. Mr. Lee. Hallo.
Weiter geht es zur Sasana Natonya Pagode, wobei Natonya 2500 bedeutet. Dies bezieht sich darauf, dass die Pagode 2500 Jahre nach Buddha gebaut wurde. Hier klebe ich nochmal Goldplättchen und bete ein wenig. Frauen dürfen nicht zu nah an die Buddha-Statue ran. Und deswegen verlassen wir diese Pagode wieder recht schnell und gehen weiter zur Mansu-Pagode. Diese Pagode ist über 250 Jahre alt. Nicht ganz so alt ist diese Werbung für ein Toyota RAV4. Neben einem schönen Blick über Lashio bietet die Mansu-Pagode auch Fitnessmöglichkeiten. Die Mansu-Pagode ist vollständig mit Kupfer verkleidet. Gegen 19 Uhr ist es schon ziemlich finster und wir brechen auf zum Nachtmarkt von Lashio. Hier findet man nun wirklich alles: Leckereien, Haushaltsmöbel, Kleidung, was das Herz so begehrt. Man merkt auch, dass man nahe an der chinesischen Grenze ist, an den Händlern und an den Waren. Von Lashio aus wurde im Zweiten Weltkrieg die 1200 Kilometer lange Burma Road nach Yunnan gebaut, über die Munition und Versorgungsgüter von Indien nach Kunming in Yunnan gebracht wurden. Auch heute noch ist die Burma Road der Haupttransportweg für Drogen aus dem Goldenen Dreieck, aber auch eine Handelsstraße in das nur noch 100 Kilometer entfernte China. Lashio ist übrigens auch die Hauptstadt der nördlichen Shan-Staaten mit einem chinesischen Bevölkerungsanteil von über 60%. Mittlerweile ist Lashio durch die naheliegende chinesische Grenze eine lebendige Handelsstadt geworden. Gegen 21 Uhr ist es hier keine leichte Sache mehr, eine Möglichkeit zu finden, einen Kaffee zu trinken. Der burmesische Kaffee ist ja so eine Sache für sich. Doris und Nur hingegen bevorzugen lieber Tee. Leuchtende Palmen zeigen uns den Weg nach Hause. Morgen steht uns dann eine stundenlange Fahrt nach Mandalay bevor.